3, 2, 1, Detres! Leider falsch erkannt, geht's trotzdem schnell los. Beide haben einen wirklich clean Anfang vom Spielfeld her. Tetris für Giant. Er hat damit ein 22.000 Punkte Lead. Alles gut? Okay. Beide spielen clean. Es können mittlerweile zwei Tetris von beiden gescored werden. Es ist wirklich neck and neck. Es gab auch einen Simul Tetris. Auch das Spielfeld sieht sehr, sehr, sehr vergleichbar aus. Beide sind damit Tetris ready und Giant konnte sich den Tetris schnappen. Damit hat er kein Lead mehr. Er hat wieder ein Lead, da beide ein Tetris hinbekommen haben. Und mit diesem hat Schnecke aufgeholt. Er hat mittlerweile ein 2000 Punkte Lead. Wobei, kann man das wirklich Lead nennen? Es ist wirklich nur ein, zwei Lines und fertig. Aber er konnte auch ein Tetris nachlegen und hat damit keinen Vorsprung mehr. Die beiden trennen keine 500 Punkte. Es ist mehr als so Neck in Neck. Entschuldigung, es ist mehr als so Nacken in Nacken gewesen. Bis Giant sich den Tetris geholt hat und mit 20.000 Punkten in Vorsprung liegt. Doch, Tetris liegt hinterher. Leider nicht so erfolgreich wie gehofft. Also wie von ihm gehofft natürlich. Giant macht leider nur eine Double, hingegen Tetris-Schnecke wieder Tetris ready ist und sich auch den Tetris holt, doch Giant legt direkt hinterher, es war ein Simul-Tetris. Fast Simul-Tetris, es war ein paar Frames dazwischen. Und schon wieder, die beiden sind sowohl von den Punkten als auch von den Lines als auch von den Pieces sehr neck in neck. Doch Schnecke kann einen Tetris schnappen, hingegen Giant nur ein Double hat. Ich glaube, es war ein Double. Oder was? Ist auch egal. Wodurch Tetris mit diesem nach aufeinanderfolgenden Tetris leider sich den Vorsprung nicht sichern konnte, sondern Giant immer noch 8000 Punkte Vorsprung hat. Das ist allerdings wie immer noch kein Vorsprung. Giant ist Tetris ready. Schnecke ist damit allerdings auch Tetris ready. Werden dann wahrscheinlich schon wieder in einer Neck-and-Neck-Situation kommen. Und es ist basically ein Simul Tetris again. Da allerdings beide Spieler wirklich ein so gutes Skill-Level hier hinlegen, bedeutet das für beide Spieler, dass sie sich auch nicht erlauben dürfen, kurz etwas zu erschnaufen und weniger aggressiv zu spielen. Beide müssen wirklich zu ihrem vollsten Potenzial scoren. Wenn sie auch nur einen Tetris nicht nutzen, kann das für die das ausbedeuten. Und wie man auch sieht, Tetris nach Tetris nach Tetris nach Tetris, es rasselt hier nur die Punkte so. Man könnte ja fast auf die Idee kommen, dass sie. Und der Mistdrop für Giant könnte vielleicht tatsächlich für ihn das ausbedeuten, wenn es von der Rest so weitergeht. Was ich aber noch sagen wollte, man könnte ja auf die Idee kommen, dass der Seed für die beiden jetzt in Punkten ausgelegt und ausgesucht wurde. Aber nein, er ist tatsächlich zufällig entstanden. Stecker hat sein etwas Burn hinter sich, hat damit drei Lines Vorsprung und hat das Tetris und Giant liegt mit einem Tetris hinterher. Giant hat damit ein Tetris Lead. Das war ein Triple? Ja. Von wem? Stecker. Entschuldigung, von Stecker war es so ein Triple, ich hab's falsch gesehen. Allerdings hat er jetzt einen Tetris hinterhergelegt? Ja. Okay, gut. Da habe ich so wenigstens richtig gehört. Er hat zwei Tetris hergelegt und hat damit ein Tetris Lead, den Giant allerdings sofort ausgleicht. Es ist wirklich sehr voller Nacken hier in diesem Raum. Die Schnecke legt mit einem nächsten Tetris allerdings seinen Vorsprung wieder etwas sicher fest. Beide sind Tetris ready. Giant holt sich den Tetris und er hat ein 1000 Punkte Lead. Die Schnecke hingegen kann den nächsten Tetris, wobei Giant, ich muss eigentlich hier gar nicht über die Tetris erwähnen, es ist eh ein Hin und Her wie nichts. Keiner kann den Vorsprung lange halten. Es war ein Tetris für Schnecke und gleich danach, wenige Sekunden, ein Tetris für Giant. Beide Spieler sind Tetris ready. Beide Spieler sind, so wie ich das sehe,
Ein schlechter Misto für Giant, das könnte für T-Schnecke bedeuten, dass er sich wenigstens etwas Vorsprung sichern kann. Wobei Giant trotzdem ein fast 20.000 Punkte die hat. Doch Schnecke legt hinterher und kann auf 8.000 Punkte für ihn sichern. Damit ist es wieder neck and neckig. Wobei auch er mehrere schlechte Mistops leider hinlegt. Für Schnecke bedeutet es jetzt Level 19, für Giant allerdings auch. Giant muss nur 2000 Punkte, kann Giant die 2000 Punkte aufholen? Oh mein! Ja! Applaus für Schnecke und Giant für ihre absolut brillante Performance. 1100. Nein, 1000. 1050 Punkte Unterschied. Das ist Single und ein bisschen Pushdown. Und damit heißt es wieder 3, 2, 1, Tetris! Ob dieses Match genauso spannend werden wird wie das letzte, ich hoffe es eindeutig und ich gehe bei der letzten, also bei einer Performance wie bei der letzten auch eindeutig davon aus, dass die beiden sich so hart battlen werden, wie sie nur irgendwie können. Beide müssen tatsächlich diggen. Zwar aus unterschiedlichen Situationen, aber beide müssen diggen. Schneck hat jetzt wieder ein kleines Brett. Giant, was macht Giant da? Er macht einen sehr schönen Stapel in der Mitte. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, es zählt aus einem Spiel, in dem es darum geht, Linien zu clearen und nicht einen hohen Turm zu bauen. Das wäre zwar auch eine sehr schöne Version davon, aber die spielen wir heute leider nicht. Schnecke muss auch wieder etwas diggen. Ich werde natürlich buddeln. Und Giant macht ein paar dumme Mistops und das war ein schneller Top-Out für ihn. Ja. Damit würde ich sagen, nach dem letzten Match müssen sich seine Nerven wohl noch etwas erholen. Dann seid ihr bereit? Zuschauer, 3, 2, 1, Tetris! Einer weigert sich gegen die englische Aussprache und sagt Tetris. Ich hoffe, dieses Match dauert etwas länger als das letzte. Ein Simul Tetris, beide haben 20.800 Punkte. Giant holt sich das nächste Tetris und hat damit einen leichten Lead. Jack muss etwas burnen. Holt sich allerdings mit dem Tetris damit ein. Er holte sich 1200 Punkte Vorsprung. Giant legt allerdings hinterher mit einem eigenen Tetris, womit er seinen Vorsprung sichern konnte. Schnecke ist Tetris ready, hingegen Giant, ein schlechter Misstop für Schnecke, hingegen Giant nicht Tetris ready ist, it's neck and neck, es sind keine 1000 Punkte Unterschied. Es ist Nacken in Nacken. Was hat denn eigentlich der Spanier hier bei der Europameisterschaft? Da hat er auch irgendwas Lustiges gesagt. Schnecke könnte Tetris ready sein, er entscheidet sich überhaupt in welchem Grund dagegen, er ist Tetris ready und kann mit einem Boom Tetris für Uff Tetris für T-Schnecke sich sein Lead sichern, ein Tetris Lead. Giant hat seinen Burn auch endlich beendet und jetzt ersetzt für Uff Tetris für Uff Tetris für T-Schnecke. Uff, noch ein Tetris! Uff, Tetris für Giant! Aber ich bleib, glaube ich. T-Schnecke ist wieder Tetris ready, er hat derzeit ein 18.000 Punkte Lead. Das ist die T-Schnecke! Uff, Tetris! Anscheinend hat sich die Quad für Uff entschieden für Tetris. Giant hat sein Digging beendet, hingegen T-Schnecke ist noch etwas aufhalten muss. Ja, T-Schnecke hat allerdings mit den richtigen Pieces ist auch bald beendet.
Giant hat sich die nächste unschöne Situation gebaut. Er scheint aber allerdings dieser auch meistern zu können. So halb wenigstens. Tetris Schnecke hat sein Digging. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es mir aussieht. Einerseits könnte es Bennett haben. Andererseits sieht es auch gleichzeitig nicht so gut aus. Für Giant, bitteschön. Aber wäre es nicht ein Uftris? Beide haben ein cleanes Board, jetzt haben wir ein cleanes Board. Giant kann sich sein Tetris Ready Board jetzt aufbauen. Zur Information, es sind keine 3000 Punkte Unterschied zwischen den beiden und es ist ein Uftris für Tetris. Schnecke. T-Schnecke hat sich sein Tetris aufgebaut, also er kann eins bauen, wenn er möchte und das Pieces dafür bekommt. Giant könnte auf Dirty gehen oder diggen. Er entscheidet sich dafür etwas zu diggen, aber auch T-Schnecke muss jetzt diggen, da er nicht die richtigen Pieces bekommen hat, leider. Oh, er hat sich sein Board leicht zugebaut. Das sieht nicht so gut für ihn aus, leider. Uff, Tetris. Wo kommt jemand? Giant ist fertig für sein nächstes Tetris. Damit kann er seinen derzeitigen ein Tetris Lead auf ein, zwei Tetris Lead erweitern. T-Stärke muss etwas diggen. Giant ist mittlerweile ein 3 Tetris Lead aufgebaut. Und es heißt Top Out für T-Stärke. Damit hat Giant sein erstes Match gewonnen. Game, Entschuldigung. Für mich ist irgendwie immer eine gegeneinander ein Match, ich weiß auch nicht warum. 3, 2, 1, Tetris! Schnecke! Okay, ich glaube, wir sind bei Schnecktris stehen geblieben. Die Schnecke hat tatsächlich ein. T-Stärke hat Pushdown Points. Press F. Nein, warte, er ist nicht gestorben. Giant konnte sich den ersten und den zweiten Tetris des Spiels sichern. Und T-Stärke hat sich wieder Pushdown Points gegönnt. Hingegen Giant lieber auf das Tetris geht, was ihm mittlerweile ein 55.000 Punkte gegeben hat. Für mich sieht Giants Taktik mit Tetris statt Pushdown Points deutlich besser aus. Schnecke ist endlich in der Situation, sein Tetris zu holen. Das war ein schlechter Missstopp für Giant. Oh, Tetris für T-Schnecke. Giant topped out. T-Schnecke muss sich noch 8000 Punkte holen. Er macht es mit einem Triple nicht ganz. Aber er holt sich Pushdown-Punkte. Das ist auch wichtig. Pushdown. Und er hat sich mit Pushdown-Points den Sieg geholt. Nach einer ersten spannenden Runde, einer zweiten existierenden Runde hat und noch welchen danach hat Schnecke seinen Sieg geholt und ist damit auch im Halbfinale. Bitte mal Applaus für die beiden. Schade. Ja, das erste war echt genial. Ja, gefühlt schon. Außer da kommt ein Polt noch. Nachdem. Ja. Warum ist. Ich habe auch gesagt, du sollst das Match finishen. Ah, okay, gut. Da hat T-Stärke sich den Sieg geholt. Und. Es heißt Mark gegen Blauwalbube. Gute Frage.